Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und YouTube-Folge zum Thema, wie werde ich im Internet sichtbar. Heute geht es ganz speziell um deinen Instagram-Account. Instagram ist ein soziales Netzwerk mit Fokus auf Fotos, Grafiken und Videos. Besonders Reels, sogenannte Reels, liegen im Moment im Vordergrund. Das sind Hochformat-Kurzvideos. Instagram ist einer der, ich würde mal sagen, wichtigsten Akteure im Bereich des visuellen Geschichtenerzählens. Die Reels sind sicherlich ein Highlight. Dieses Format eignet sich auch besonders gut für die mobile Nutzung und ist hauptsächlich auch dafür ausgerichtet und liegt damit vielen Nutzern am Herzen. Instagram ist so beliebt, weil es so einfach zu bedienen ist und ja, Spaß macht. Die verwendeten Medien sind Fotos, Videos und Grafiken. Nur Text geht auf Instagram nicht, außer du machst aus einem Text eine Grafik. Ja, und vor allem bei Fotos, vor allem durch das Anwenden von Filtern, direkt beim Hochladen von einem Foto oder Video, ist Instagram eben bekannt geworden. Auf Instagram solltest du vor allem mittlerweile auch bedenken, diese Zeit-Influencer mit Millionen von Followern, meiner Meinung nach, die sind vorbei. Es geht hier nicht nur rein um die Anzahl deiner Follower, sondern um die Qualität der Inhalte, die jeder Nutzer teilt. Die besten Social-Media-Plattformen haben definitiv eine starke Community für leidenschaftliche Nutzer, die ihre kreative Arbeit mit anderen teilen wollen. Als App ist sie für alle Smartphones verfügbar und gibt sie mittlerweile auch als App für Windows. Und kann mittlerweile schon einigermaßen gut über den Browser, also über den Notebook, verwaltet werden. Ich würde es mal so taufen. Foto- und Video-Upload funktioniert schon einigermaßen gut. Die App ist aber definitiv, also Instagram ist definitiv für mobile Endgeräte gerichtet, also vor allem für Smartphones. Am Tablet auch ein bisschen eckig. Zum Verwalten allerdings geht's. Und zum Aufbauen deiner Community, sprich zum Kommentieren bei anderen Beiträgen, funktioniert das ganz gut. Hauptanwendungsgerät ist allerdings dein Smartphone. Ja, und vor allem jetzt zum Business-Thema. Du kannst deinen Instagram-Account auf Business ändern. Und ja, hier kommt immer die erste Antwort. Hier steht mir dann bei Reels und bei Stories keine Musik mehr zur Verfügung. Ja, das ist richtig. Weil du als Unternehmer, als Selbstständiger, however, deine Künstlerabgaben in diverser Form zu leisten hast, Deutschland, Österreich, GEMA, GIS, AKM und so weiter, ja, und da stellt dir Instagram nicht zur Verfügung. Für den Privatbereich, ja. Und ja, das ist so ein Thema mit Urheberrecht und Co. Alles, was nicht dir gehört, gehört jemandem anderes. So ist es auch bei der Musik. Instagram stellt sie dir für deinen privaten Account zur Verfügung, für deinen gewerblichen Account nicht mehr. Ist so. Ja, du hast allerdings sehr viele weitere Businessmöglichkeiten. Dir stehen dann nämlich auf einmal Statistiken zur Verfügung. Du kannst deine E-Mail-Adresse zu deinem Profil hinzufügen. Du kannst deine Webseite hinzufügen. Du kannst deinen WhatsApp-Business-Account damit verbinden und diverse Kontakt- und Beschreibungsdaten hinzufügen. Das super tolle an Instagram ist, naja, es ist die gleiche Firma wie Facebook und WhatsApp, das heißt das Metaverse jetzt da. Das heißt, du kannst deinen Instagram-Account direkt mit Facebook verbinden und über den Business Manager, der heißt im Moment jetzt so von Meta, kannst du Fotos, Videos, Stories, Texte, nicht auf Instagram, Fotos, Videos und Grafiken mit einem Posting oder mit einem Tool direkt auf Facebook und auf Instagram gleichzeitig teilen. Das erspart teilweise wirklich sehr viel Arbeit. Und ja, aber, das Lieblingsja, aber, auf Instagram sind ja nur Influencer. Bei weitem nicht. Instagram ist wirklich sehr vielseitig nutzbar. Vor allem wirklich für alle Tätigkeiten rund um Foto und Video. Das betrifft auch zum Beispiel einen Reiseblog. Überall, wo du sehr schnell und sehr viel Fotos und Videos erstellen kannst. Vom Künstler über Kreative, ja, auch im Metallbau wirklich überall möglich. Wirklich vom Bildhauer bis hin zum Modellbauer.
Instagram ist hier absolut das perfekte Tool im Moment dafür. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen, danke für dein Feedback. Freue mich übers Abonnieren klicken und Sternchen und Daumen hoch und Likes und teilen. Ganz wichtig, bitte teile diese Folgen für alle, wo du denkst, das könnte auch für sie hilfreich sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.